Andi, immer wenn ich dich spielen sehe, denke ich, ich sitze am Roulette-Tisch, ne? Die letzte Ansage, Gérard Depardieu, nichts geht mehr. Wie beim BVB, da läuft auch nichts mehr, ne? Hier der Chinggis Khan, nee, Emre Can, sagt, ja, ich will aber keine Europa League spielen, ich will lieber Champions League spielen. Da haben sie auch Selbst und Bewusstsein gerade getrennt. Hab er gesehen gegen Manchester City. Und nur gesagt, kann das wahr sein? Richtig gute Leistung. Ich sehe das schon beim BVB. Champions League Quali verpasst, Haaland und Sancho weg und der Rose da. Da kannst du als Aki Watzke auch nur hoffen, dass der komplette Lockdown kommt. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl. Der hat letzte Woche erstmal seinen Jochen-Schweizer-Gutschein eingelöst. Einmal Containerschiff fahren. Ja, und das Quarantänecamp in der Bundesliga fällt ja leider aus. Plan von der DFL war ja eigentlich, jede Mannschaft geht eine Woche in Quarantäne, kann dann nur zum Trainieren. Also zum Beispiel die Bayern hätten sich dann ein Hotel in Katar genommen und wären dann jeden Tag zum Training an die Säbener Straße geflogen. Stefan, für dich stellt sich nach Corona auch nur eine Frage. Gibt es in der Betty Ford Klinik auch Weight Watchers Kurse? Ich war ja angefragt als Leiter des Quarantänecamps auf Schalke. Ja sicher, das wäre was geworden. Jeden Tag 6 Kisten Pilzkin, Gelsenkirchener Carpaccio und eine Flasche Verlängerung. Ne? Ja. Stagnierende Leistung, Riesenrummel und jeden Tag Kirmes im Kopf. In Wolfsburg zum Beispiel hätte das Quarantänecamp überhaupt nichts geändert, weil da gibt es ja gefühlt eh nur einen Haushalt. Ja, ich glaube, die Wölfe, die werden am Wochenende erstmal richtig gerupft von Adler Attila, ey. Andi! Warum haben Giraffen so einen langen Hals? Weil der Kopf so weit oben ist! Na, wir hatten ja letztens teambildende Maßnahme, ne? Im Zoo. Motto war, wir spielen wie die Tiere, die Schluckspechte hämmern sich ein rein. Wir kommen da an im Zoo, der Stefan so, boah, Trainer, was ist das denn für ein hässlicher Gorilla? Ich so, Stefan, halt doch mal die Fresse, wir sind doch erst an der Kasse. Ja, Mann, wo kann sich ein 800 Kilo schwerer Elefant hinsetzen? Richtig, wohin er will. Boah, mit dem Hermann im Zoo, ey, das war auch so eine Kiste. Wir sind gerade angekommen, was hat der gemacht? Hat einen Wildfutterautomat geknackt. Hatte zu wenig Bifirol dabei als Vorrat. Wir kommen bei den Schwänen vorbei. Ich so, Männer, guck mal, das sind meine Artverwandten, ey. Die haben auch so einen Hals. Ne? Dann stehen wir irgendwann vor dem Ziegengehege, steht da so ein Schild, bitte die Ziegen nicht füttern, weil sie haben kein natürliches Sättigungsgefühl. Ich guck den Hermann an, ich so, hier passt du hin. Hermann, wir stecken dich gleich in das Gehege, machen so ein Schild, bitte nicht füttern, gezeichnet der Zoodirektor. Ne? Und oben drüber ein Schild, bitte das Schild unten nicht beachten, gezeichnet der Hermann. Christian, du kannst auch nur vögeln! Beim Zwitschern zuhören. Ja, und dann haben wir im Zoo so eine Audio-Guide-Tour gemacht mit Kopfhörern. Wir wollten ja was lernen. Ne? Waren wir bei den Insekten hier im Terrari, im Ferrari, in diesem Terrari. Mann, ey, da wo die Spinnen drin sind. Ne? Kam eine Ansage da über die Kopfhörer. Der Biss der brasilianischen Wanderspinne kann bei Männern zu einer Dauererektion führen. Ja, Trainingslager in Sao Paulo ist gebucht. Ja, bei den Vögeln kam dann noch eine Ansage, die Störche würden sich im Sommer zur Abkühlung auf Füße kacken. Ja, da haben wir dann abgebrochen. Stefan, du bist wieder wie so ein Iltis, ne? Nicht so flink, aber du stinkst so. Bah.